Hallo und herzlich willkommen hier bei The Witcher Wild Hunt. Ja, wir wollten ja weiter zu Hansi und Hansi suchen. Ich glaube, wir sind gleich da. Ich glaube, wir sollten aber vielleicht mal, eine Stunde meditieren, oder? Was sagt ihr dazu? Ist zwar schon jetzt kurz vor 10 in der Witcher-Zeit hier. Meditieren wir mal bis 23 Uhr. So ist die Energie wenigstens wieder ganz voll und kommt mir sogar heller vor. Ah, der Mond ist so hell diesmal. Oh, eine Sternschnuppe. Ich wünsche mir, dass Hansi leicht zu besiegen ist, falls wir gegen ihn kämpfen müssen. Okay. Ach, ich durfte das ja nicht sagen, ne? Da gehen die weiter. Da lang gehen die weiter. Immer an diesen Dingern hier vorbei. Oh ne, falsch gedacht. Okay, hier. Ich kann die so schlecht erkennen, ey. Oh, was ist da hinten? Führt es jetzt in den Kreis? Na los, geh halt da durch einfach. Ah, nee, Spuren führen zu einem Bau, was da wohl drin ist. Zu einer Höhle. Ein Bau, wie Geralt sagt. Toll, was ist da drin? Hansi! Kommst du? Wir wollen Hansi? Spiel. Du Scheiße, was ist das? Hab keine Angst. Bist du ein Booker? Ein Lutin? Na, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Sie kann nicht sprechen? Du weißt sicher, was hier alles passiert? Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Oder du kannst nicht sprechen? Ich fange erstmal unten an. Du weißt sicher, was hier alles passiert? Du lebst hier? Gemütlich hier. Ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Scheint auch stolz zu sein, dass sie... Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Was sollte das heißen? Sie kann sich gut dagegen wehren, oder? Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst. Ich tue keinem von ihnen was. Du kannst nicht sprechen. Vielleicht schaffen wir es ja, sie zum Sprechen zu kriegen oder ihr zu helfen. Was ist los? Kannst du nicht reden? Entschuldigung. Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich verstehe nicht. Erklär es mir bitte. Ich verstehe dich nicht. Kannst du es mir irgendwie erklären? Komm mit, du alter Sack. Ach so, ja, ich soll dir folgen, klar. Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Klar, gerne, Hansi. Göttlinge.
Herrinnen des Waldes Quest aktualisiert. Und den Vestarium-Eintrag für Göttlinge. Vorsicht! War gut. Ja, ja, ist gut. Alter. So, zwei schon mal weg und den dritten. War gut, meine Energie vorher nochmal aufzufüllen, weil jetzt ist sie wieder runter. Ich klöder mir mal ein bisschen was rein. Ach ja, vergiftet und so. Ah, macht jetzt auch nichts mehr. Mist, Hansi. Bleib dicht bei mir. Honig, Honig, mach Igni. Honig ist immer gut. Vielleicht mal kann sie das auch. Das teilen wir natürlich. Ja, mit dem Bestarium-Eintrag würde ich ja echt gerne lesen fast. Was Göttlinge sind, scheinen ja... Ey, noch mehr Honig. Scheinen ja nicht böse zu sein, oder? Honig. An den Sümpfen, da fühlen sich die Bienen wohl. Warum auch immer. Scheint es. So viele Pflanzen gibt es hier jetzt ja gar nicht, ne? Die sind fahren, na gut, aber. Aber richtige Pflanzen, die richtig blühen? Hier also? Ich sehe mich mal um. Was ist da oben? Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Dann gucken wir da mal nach. Dann muss ich wohl hochklettern. Sie? Er? Freut sich. Ich glaube, er sie, oder? Hansi? Na gut. Könnte der Ableitung von zum Beispiel Hans sein. Ich wollte gerade sagen, kommt er da echt hoch? Natürlich nicht. Geralt hier rum? Schaffst du das? Natürlich nicht. Spring! Mist. Spring, spring, spring! Mist. Ah, da. Ey, ich hab Spring gedrückt. Du bist jetzt aber auch... Das erwarte ich jetzt von so einem ordentlichen Hexer wie dich. Springt er gar nicht mehr, oder was? Ist er jetzt... Ach, jetzt. Ja, jetzt ist zu spät, Geralt. Hey, was soll das denn? Wieso will er denn jetzt nicht mehr springen? Du bist mir auch einer, oder? Na, er will auf keinen Fall mehr springen, wenn er an der Klippe ist. Und da an der anderen Seite ist was Weißes. Das heißt, wir könnten uns daran festhalten. Ach, jetzt springt er auch wieder nicht mehr. Ah, Hexersinne. Wenn er Hexersinne aktiviert hat, springt er wohl nicht. Es hört sich an, als wenn da oben was ist. Allerdings sehe ich nicht diese normalen Zeichen, die da sind, wenn da was ist. Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Noch weiter nach oben. Da, die Zeichen meinte ich. Was sind das? Irgendwelche Fliegeviecher? Harpien? Oder? Na, nehme ich erstmal eine weiße Myrte mit. War das hier, Hansi? Hast du... Wo steht er sie denn jetzt? Und wie komme ich an die Viecher ran? Falls sie es sind. Sieht aus wie mini kleine Drachen. Willst du dich echt mit dem boxen? Willst du nicht einfach dein Schwert ziehen? Stahlschwert, oder? Verdammt! Nein, bitte mach ihn nicht so. Ich bin so ein lieber Geralt. Geralt, vielleicht einfach mal in die andere Richtung. Geralt! Wyvern. Leder.
aufnehmen. Monsterknochen, Monsterklaue, Monsterauge, Wyvern. Wyvern? Wyvern? Na, so ein Ei halt. Alter, Geralt. Sauf und... Ah, ne, will essen. Nur. Es gibt gar nichts mehr zu trinken. Aha, wir haben das ganze Wasser schon ausgesoffen. So, und nochmal Leber und rohes Fleisch. Was müsste denn... Da sind jetzt drei so eine Viecher. Ich habe einen gerade so knapp geschafft. Ach, das sind Harpien jetzt. Mistviecher. Komm, komm, komm. Mutagen. Hat er das jetzt aufgenommen? Nee. Kleines grünes Mutagen. Okay, das waren jetzt doch Harpien. Klöder den mal ruhig nochmal ein Stück Fleisch rein. Versiegelte Flasche und Rabenfeder. Vielleicht hat er diese Flasche gemeint. Herrinnen des Waldes. Quest aktualisiert. Okay, vielleicht... Also, ach, er hat er gesagt. Alles klar, vielleicht. Denn Hansi doch von Hans vielleicht. Wobei... das bestimmt nicht original sein Name ist. Yeah, sliding. Hansi? Hier. Darin. Schnaps, Schlängeln, Ringelflechte, Müll, Hummel, verblüfft. Ach, wie toll das klingt. Peter Pippel pflückt Prinz Proximo pudrig pfeffrige Punterpastinaken. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wie auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Scheint gebildet zu sein. Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Das frage ich mich. Ich mich auch. Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach, mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass drei Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Wie hast du deine Stimme verloren? Bestimmt wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch, ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling, und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Kein Stück. Eben. Also müssen es die Mumen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hätte dir nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Mumen. Die helfen niemandem. Okay. Ich suche nach einer Frau mit aschblondem Haar. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern. Wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums. So laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts. Jung, aschblond, ganz wie du sagst. Verwundet und völlig außer Atem.
zischt ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Muhmen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Zu defäkieren. Das heißt, zu kacken. Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Muhmen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Puh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Muhmen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich? Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Weißt du etwas über die Muhmen? Das würde mich jetzt interessieren, weil ich weiß gar nicht, wer Muhmen sind. Oder? Habe ich das bloß vergessen? Was weißt du über die Muhmen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Okay. Sie ist also zum Dorf gegangen. Also sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Folge Hansi zum Dorf im Sumpf. Ja klar, mach mal. Hansi, Mann, Alter. Du hast das hier aber auch nicht schön. Vielleicht magst du das ja. Wobei, hier ist er alleine ungestört. Kann am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, schön defekieren. Ja gut, vielleicht ist das geiler. Das Ding ist, wenn er sagt, Vorsicht aufpassen, verdammt, kommt er gegen die Viecher hier wohl nicht so gut an. Denn ist das doch scheiße hier zu sehen. Hansi, was sagst du dazu? Geh doch einfach hoch. Willst du den nicht looten? Das macht ja nichts. Müssen wir ja nicht. Ja, du kannst dein Schwert genau. Hallo, was haben wir? Ertrunkener. Das ist dein Kerl hier? Schlecht. War dein Kerl? Ja, entschuldige ich mich recht herzlich, dass ich das Familienglück gestört habe. Oder unterbrochen. Ach, die kann man auch noch. Oh ne, das ist ein toter Soldat. Der hat irgendwie Waffen dabei gehabt. Hätte ich mir mitgekriegt. Das sieht ja gut aus. Hansi, was ist los? Ja, das kann ich vielleicht sogar wiederholen. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Aber das, was du vorhin gesagt hast, Alter, nee, komm ich nicht mit. Lauf doch einfach weiter, Hansi. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Was war das? Irgendeine Pflanze, die wir noch nicht kennen? Zwei Zahnblüten? Doch, ich glaube, die hatten wir auch schon mal, ne? Wollen wir einfach mal den Bestarium-Eintrag lesen? Gib ihn, Hansi, gib ihn. Ach, wir sind jetzt auch gleich schon da, ne? Dann lass uns doch mal den Bestarium-Eintrag... Oh, wieso drücke ich denn immer da drauf? Ich affe. Den Bestarium-Eintrag lesen über... Hau mal raus. Ja, oder was für eine... Dingens finde ich die denn jetzt? Erscheinung, Mittagserscheinung, Teufel im Brunnen. Weaver. Ja, na gut, die haben wir eben alle auch getroffen. Nekrophagen. Orgroide. Relikte. Göttlinge. Entschuldigung. Göttlinge. Vor nicht allzu langer Zeit tummelten sich in der Gegend viele Wächtergeister und ländliche Weiler.
Heute ist es fast unmöglich, einen Wichtel, Buka oder Lutin zu sehen. Und Göttlinge sind immer die Ersten, die verschwinden. Das ist der Preis der voranschreitenden Zivilisation. Aus dem Vorwort von Die Welt, die wir verloren haben, von Professor Duregarei. Duregarei? Ach, das ist ein Riesentext. Na gut. Göttlinge werden manchmal auch mit Lutin verwechselt. Sie sind Waldwesen, die in Höhlen und moosbewachsenen Höhlen Baumstümpfen am Rande menschlicher Siedlung wohnen. Sie erinnern von ihrem Aussehen und Verhalten an Kinder und treiben genau wie auch Kinder gerne allerlei Schabernack. Göttlinge sind tief mit ihrer Umgebung verbunden, sorgen sich um diejenigen, die in ihrer Nähe wohnen und beschützen sie. Sie wachen über Menschen und Tiere, aber da sie von Natur aus scheue Kreaturen sind, versuchen sie, lieber unbemerkt zu bleiben. Göttlinge fühlen sich zu Freude und Unschuld hingezogen, lieben die Gesellschaft von Kindern und zeigen sich deshalb nur den Jüngsten. Aber ich habe ihn noch gesehen. Diese fleißigen und schlauen Wesen verrichten gerne kleine Dienste für diejenigen, die unter ihrem Schutz stehen und bitten nur um Respekt und Bezahlung in Form von Lebensmitteln oder ausreichend Werkzeug. Ausrangierten Werkzeug, Entschuldigung. Göttlinge schätzen den Frieden und die Ruhe. Wenn in einem Dorf, über das ein Göttling wacht, irgendwann zu viele Menschen leben oder die Bevölkerung zu alten Bräuchen vergessen hat, verlässt er seinen Bau für immer und zieht an einen anderen Ort. Gut. Wissen wir das auch schon mal? Also, definitiv liebe Wesen. Hansi, bist du doch ein liebes Wesen, oder? Steht auf jeden Fall im Bestarium. Die Luft ist rein. Keine Muhme in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Super, und das konntest du ja nicht ohne deine Stimme, deswegen war die Situation vielleicht ein bisschen angespannt. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Ich muss zu den Muhmen oder die aschblonde Frau. Mann, ich würde gern beides sagen, aber das ist so ein Weitergeh-Dingens. Die aschblonde Frau. Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte, es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt. Und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Konntest aber du ja auch nicht. Jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen. Und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Das ist sehr nett, Oma. Danke, Hansi. Wir sehen uns. Hause. Ja, cool. Diese Göttlinge gefallen mir. Finde ich ganz lustig. Wahrscheinlich auch schon extrem alt und so, aber... Hansi ist ein guter Junge. Aber die Herrinnen mögen ihn nicht. Nein. Sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Mystisch. Finde ich geil.
wagst es, uns zu stören, Weib? Ich weiß nicht, darf man so viel sagen, ohne dass sie abbrechen? Ihr sprecht durch diese... Ich sag's jetzt einfach. Jemand spricht durch dich? Hübsch und auch noch schlau. Wo hast du dich versteckt, Jungchen? Ich war mit Hansi unterwegs. Euch habe ich mir anders vorgestellt. Ihr seid also die drei Mumien. Die Mumien? Woher nimmst du ein so garstiges Wort, junger Mann? Sorry. Die Dorfschnepfen haben wieder getratscht. Unendlich ist die Kleinigkeit der Menschen. Sehen wir vielleicht wie Mumien aus? Na los, fass mich an, Weißhaariger. Wo es dir am besten gefällt. Ja. Woraus besteht der Wandbehang? Bilde ich mir das ein oder besteht der Wandteppich aus Haaren? Oh, sensibel ist er auch noch. Berühre mich nochmal, Jungchen. Los. Woher habt ihr das Menschenhaar? Noch nie von dem Beschnitt gehört? Hier wird ein Junge zum Mann, wenn sein Haar zum ersten Mal geschnitten wird. Unsere Schwester webt Wandteppiche aus diesen Haaren. Webt sie gerade, ist das Schicksal gnädig. Und wenn sie nicht gerade webt? Dann muss der Stoff entwirrt werden. Seid ihr verflucht? Ist das ein Fluch? Seid ihr im Wandteppich gefangen? Oh, er ist neugierig. Flüche treffen uns nicht. Wir wirken sie. Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag ihr nur aschblonde Mädchen. Nein, ihr seid auch absolut... Sie ist wie eine Tochter für mich. Die junge Frau, sie ist meine Ziehtochter. Wen soll das interessieren, wenn sie wohlgeformt ist? Mich. Ah, ein Wunderpunkt. Er blubbert wie Bier mit frischer Hefe. Oh, genau so mag ich sie. Was ist mit ihr geschehen? Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Na, manche vielleicht schon. Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Wie geil das hier aussieht. Eine dunkle Macht ist bei Nidavir erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Dunkle Macht? Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Niederwürr wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Wozu brauche ich einen Dolch? Einen Dolch? Wozu? Wenn der Dorfälteste den Dolch sieht, weiß er, dass wir dich geschickt haben und hilft dir. Okay. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Weib, gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Alles klar. Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch. Ich muss den Dolch holen.
Hier, der Dolch. Die Herrinnen sagen, ich soll ihn dir geben, den Dolch. Alter. Das ist ein guter Schaschlikspieß, ey. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Stein blank, Stein glatt, Stein weiß, Stein hört. Ziemlich geil, wie das hier aussieht, oder? Ja, Stufe 7! Alter, das muss ich als Thumbnail nehmen, oder? Ich weiß es gar nicht. Geralt steht halt im Weg. Sieht absolut geil aus. So, tut mir leid, dass ich wieder überzogen habe. Gespräche und so. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Ich bin raus. Ciao.